Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mit etwa einer aktuellen Entwicklung anfangen, was im Haushaltsverfahren uns ereilt hat. Das sind tatsächlich die 150 Millionen Maßnahmenpaket zu Rechtsextremismus, die am Vortag beschlossen wurden und dann uns vorgelegt wurden. Wir unterstützen, dass Sie da etwas machen. Ich finde, das ist sogar überfällig gewesen, dass wir dort handeln. Und in diesem Sinne werden Sie darin unsere Unterstützung haben. Und die Unterstützung werden Sie übrigens auch dann haben, wenn Sie uns ein Demokratiefördergesetz vorlegen. Das haben wir ja längst im Bundestag verlangt. Und ich hoffe, dass Ihre Vorlagen uns auch noch in dieser Wahlperiode reibungslos erreichen werden. Unsere Unterstützung dafür hätten Sie. Als Haushälterin muss ich aber sagen, ist die Lage für mich sehr unbefriedigend, weil eigentlich haben wir die Haushaltsverfahren, damit wir über Ihre Vorschläge beraten können, dass wir sie vorgelegt haben, etatisieren können, dass wir unsere eigenen Vorschläge daneben legen können, konstruktiv mitarbeiten. An dieser Stelle war das aber komplett ausgeschlossen. Und Sie haben aus diesem ganzen großen Ankündigungsüberschriftenpaket keine einzige etatreife Vorlage uns vorgelegt. Von daher bleibt eine gewisse Skepsis nach wie vor bestehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will das Ihnen auch noch mal verdeutlichen, woher diese Skepsis kommt. Ich habe für meine Fraktion im Haushaltsverfahren wir haben mehrere Vorschläge gemacht, aber zwei davon nehme ich raus, eingebracht. Das erste war die finanzielle Stärkung der Antidiskriminierungsstelle, die übrigens seit 4 Jahren nicht besetzt ist. Das passt sehr gut in den Kontext und eigentlich fordern Sie das ja selber auch irgendwie. Und was haben Sie gemacht? Sie haben das abgelehnt. Oder ein zweites Beispiel, ein Aktionsplan für Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in unsere Gesellschaft haben wir Ihnen vorgeschlagen. Und es gibt inzwischen einen aktuellen Anlass dafür. Wir haben einen Monitoring-Bericht vorliegen, der erschreckende Ergebnisse uns zeigt, der sagt, wie transfeindliche Gewalt und homofeindliche Gewalt in unserer Gesellschaft um sich greift und dass wir dringend agieren müssen. Was haben Sie gemacht? Sie haben das abgelehnt. Und mit dieser Ablehnung alleine reicht das ja nicht. Es ist doch richtig, was mein Kollege Mayer hier gesagt hat. Wir warten an ganz vielen Stellen auf Ergebnisse von Ihnen, dass Sie endlich handeln und nicht nur Überschriften produzieren. Ich gebe Ihnen da ein paar schöne Beispiele. Bundesfreiwilligendienst, Jugendfreiwilligendienste. Es ist noch gar kein ganzes Jahr her, wo Sie gesagt haben, wir möchten das stärken. Alle Jugendlichen, die wollen, sollen auch können. Wir möchten hier groß in diesem Land was verändern. Gekommen ist bisher nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Nicht nur Sie, sondern auch die Kanzlerin sagt ja, wie dringend das ist, dass da etwas umgesetzt werden muss. Und das ganze Verfahren ist im Moment komplett in der Schwebe und wir wissen nicht, ob überhaupt in diesem Jahr noch was passieren wird, geschweige denn im nächsten Jahr. Das Ganze steht auf der Kippe. Ja, ich gebe zu, es ist eine Herausforderung, mit den Ländern hier zu verhandeln, aber Sie müssen da schon auch ein bisschen Schuldeingeständnis machen. Warum? Weil Sie ein großes Glaubwürdigkeitsproblem haben bei den Maßnahmen. Sie haben zum Beispiel bei dem Gute-Kita-Gesetz allen versprochen, dass bis 2024 in der Finanzplanung eine Verstetigung vorgesehen werden soll. Gekommen ist nichts, gar nichts. Dann haben Sie versucht, Frau Ministerin, das irgendwie verbal zu kaschieren. Aber so doof sind die Länder auch nicht. Ja? Sie durchschauen das. Und sie vertrauen Ihnen nicht mehr. Und sie vertrauen Ihnen nur hier nicht, sondern sie vertrauen Ihnen auch bei den Ganztagsschulmaßnahmen nicht. Und deshalb tut sie sich so schwer, mit den Ländern zu verhandeln. Und deshalb ist es auch so schwer mit den Verhandlungen, nicht nur mit den Verhandlungen, sondern mit dem Umsetzen vor Ort. Sie versprechen viel, aber sie halten ihre Versprechen einfach nicht ein, Frau Ministerin. Frau Ministerin, Sie haben versprochen, dass in dem Bereich der Frauenhäuser etwas passiert, dass eine Verstetigung kommt in der Finanzarchitektur, dass es verlässliche Strukturen kommt. Was ist bisher passiert? Was kommt? Nichts. Das große Nichts, außer dass wir hingehalten werden, dass irgendwelche Verhandlungen geführt werden. Oder Vereinbarkeit, Pflege und Beruf. Es ist
Gerade vor einer Stunde wurde das hier auch debattiert. Ja? Sie haben da Maßnahmen, Sie haben da Programme, die komplett gescheitert sind, die komplett am Bedarf vorbeigehen. Auch da, seit 3 Jahren kündigen Sie uns Haushältern von, dass Sie das überarbeiten werden, verbessern werden, dass da andere Maßnahmen kommen. Gekommen ist nichts, Frau Ministerin. Und ein letztes, und das nenne ich Ihnen wirklich persönlich auch übel, unser großes Problem im Moment ist, gerade in der Pandemie, dass Familien, die in Armut leiden, immer mehr darunter leiden. Wir haben vorgeschlagen, dass zumindest mal für die Ärmsten der Abende Kinder in ALG II ein Zuschlag kommt, damit auch der Wintermantel und die Winterschuhe gesichert sein können. Von Ihnen haben wir dazu nichts gehört, Frau Ministerin. Das ist zu wenig. Ja, wir sind in der Pandemie. Das ist die Stunde der Exekutiven. Und die Familien wollen eine Vertreterin und eine Anwältin haben. Ihre Antwort darauf ist nichts, Frau Ministerin. Und bedauerlicherweise ist es anders in Ihrem Wahlkampf, weil da machen Sie ja sehr viel.